Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie das Freiflächenwerkzeug in Archicad funktioniert. Das Freiflächenwerkzeug ist ein Polygonmodeller, das heißt, wir erzeugen Polygonkörper, meistens zu dem Zweck, Grundstücksmodelle zu erzeugen. Also wie hier zum Beispiel, wir sehen hier so drei einfache Grundstücksmodelle, rechteckige Grundfläche, ein gleichmäßiger Höhenanstieg, nicht ganz gleichmäßig von einer Höhe 0, das ist in diesem Fall 0 und das soll die Höhe 10 Meter sein. Also wir haben hier einen Anstieg um 10 Meter. Dazwischen gibt es dann Höhenlinien. Was wir sehen können, wir haben zwar eine ähnliche Grundstruktur, aber wir sehen auch, dass diese Modelle verschieden gut sind. Wir haben hier links eine sehr unregelmäßige Polygonteilung. Hier sie ist schon ein bisschen regelmäßiger, vor allen Dingen im unteren Bereich. Da und da haben wir eine engmaschigere Polygonanordnung als hier zum Beispiel. Und hier ist es dann noch viel besser. Da ist nämlich, so wie hier auch, die Aufteilung der Höhenlinien gleich, in gleichen Abständen. Also gleichartig sozusagen, hier auch. Aber hier entstehen nicht solche komischen Plateaus dazwischen wie hier zum Beispiel. Hier kürzt Archicad irgendwie ab und macht dann da so komische kleine Plateaus rein. Dadurch entstehen hier auch wieder so unterschiedlich große Polygone, obwohl eigentlich die Höhenlinien gleichmäßig geteilt sind. Hier sind sie überhaupt nicht gleichmäßig geteilt. Das ist schon mal das Grundproblem, dass da nämlich verschieden große Abstände erzeugt wurden. Auch hier oben kann man es gut sehen. Länger, kürzer, das ist hier schon mal nicht mehr so, aber trotzdem bleibt Archicad bei seiner Überzeugung, es müsse hier so kleine polygonale Ebenenflächen ausbilden, also Horizontalflächen. Das kann natürlich ganz schön nerven, weil man ja eigentlich will, dass das Gelände ansteigt und nicht ja so kleine terrassenartige Flächen ausbildet. Hier ist es dann am besten. Jetzt ist klar, das ahnt man schon, ihr ahnt es, das geht am schnellsten da hinten, was am wenigsten schön aussieht und das, was am schönsten aussieht, dauert am längsten. Das ist auch so. Trotzdem hält sich das im Rahmen und ich möchte euch einfach dafür sensibilisieren, dass ihr mit der schnellsten und einfachsten Methode nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen kommt in Archicad, sondern dass ein bisschen mehr Handarbeit, ein bisschen weniger Automatismus in der Regel dann zu schöneren Ergebnissen führt. Ob das Freiflächenwerkzeug ideal ist in Archicad, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht kann man in Rhino noch bessere Freiflächen machen, die man besser steuern kann, die man dann über die neue Schnittstelle zu Archicad importieren kann. Das nützt einem natürlich nichts, wenn man Rhino nicht hat und auch nicht beherrscht. Ich habe mich jetzt hier erstmal auf Archicad beschränkt und will zeigen, wie in Archicad das Freiflächenwerkzeug funktioniert. Das Freiflächenwerkzeug entnehmen wir der Werkzeugpalette Freifläche und man zeichnet jetzt zunächst mal mit zwei Klicks eine Figur. Ich habe jetzt hier leider nicht die Rechteck-Variante ausgewählt. Die wäre hier. Das nehme ich jetzt mal kurz. Jetzt kann ich hier ein Rechteck zeichnen. Archicad produziert automatisch eine Art Quader damit oder eine Platte mit einer Dicke. Wenn ich jetzt die andere Methode, die ich am Anfang hatte, auswähle, dann kann ich eben ein ähnliches Objekt zeichnen, was aber dann einen polygonalen Umriss hat. Ich mache jetzt nochmal das Rechteck. Und das ist im Grunde genommen die Keimzelle einer jeden Freifläche in Archicad, eine Art Quader, der dann mit zusätzlichen Punkten versehen wird. Oder Sie nehmen die Eckpunkte, die schon da sind, und geben denen eine jeweils spezifische Höhe, woraufhin dann eben so eine Art Geländemodell entsteht. Bevor ich Ihnen das jetzt zeige, wie das geht, möchte ich ganz kurz noch ein paar ästhetische Probleme hier regeln. Wir haben hier zum einen die Bearbeitungsebene, das heißt eine Hilfsebene, die uns beim Konstruieren helfen soll, die jetzt aber eher stört. Ich habe hier in meiner eigenen Symbolpalette so einen kleinen Button, Darstellung der Bearbeitungsebene, damit kann ich die an- und ausschalten. Das ist ein Befehl, der stammt eigentlich aus dem Ansichtsmenü, Darstellung der Bearbeitungsebene, da können Sie das auch machen. Zweites ästhetisches Problem, ich habe hier so eine grüne Fläche, ich kann ganz schlecht erkennen, ob ich jetzt hier Punkte drauf habe, jetzt ist es ausgewählt, man kann die soeben erkennen, es ist mir aber irgendwie zu unpraktisch. Und das mache ich jetzt so. Es gibt bei den Einstellungen für das Werkzeug oder für das Element vielmehr einmal die Einstellung für die Struktur. Das ist also mehr oder weniger ja, das Material, wenn man so will. Das kann ich auch so lassen. Denn es wird überschrieben. Überschrieben heißt, Archicad verwendet etwas anderes, und zwar sogenannte Oberflächen. Das kann man machen. Man kann sagen, ich möchte gerne, dass es überschrieben wird. In diesem Fall, wo ich diese drei Dinger so anklicke, dass sie dunkel sind, Oberfläche oben, Schürze Oberfläche und Oberfläche unten, also damit ist gemeint Oberseite, Seitenflächen, Unterseite, bekomme jetzt eine Ersatzoberfläche. Und da kann ich auf das Kettensymbol klicken und kann dann diese Ersatzfläche mit der Farbe Weiß definieren. So, und jetzt habe ich hier so einen schönen weißen Quader. Jetzt
Habe ich ja gesagt, das ist die Keimzelle einer Freifläche. Das ist natürlich als Freifläche noch nichts Besonderes. Ich kann jetzt auf diese Punkte hier klicken. Dazu muss aber das Objekt ausgewählt sein. Das ist ganz wichtig. Ich kann dann hier auf die Ecke klicken und dann gibt es hier in der PET-Palette einen Befehl und zwar genau den da. Mit dem kann ich sozusagen, wenn ich den ausgewählt habe, also wenn er jetzt nicht ausgewählt wäre, müsste ich da draufklicken und dann kann ich hier dieses Ding in der Höhe verschieben. Ich darf auch mit der Tabulatortaste tippen und dann kann ich hier zum Beispiel eine feste Zahl eingeben, wie zum Beispiel 2. Und wenn ich dann auf Return drücke, dann ist dieser Punkt 2 Meter höher als eben noch. Das gleiche kann ich auch hier machen. Und jetzt habe ich hier so eine super tolle Geometrie erzeugt, also eine Freifläche, allerdings eine sehr merkwürdige Freifläche, die doch etwas sehr grob strukturiert ist. Sie erinnert eher an ein Dach, aber das ist zumindest möglich mit diesen 4 Punkten, die ich da habe. Der Witz ist jetzt, dass es mehr Punkte gibt als diese 4. Ja, ich mache das jetzt mal rückgängig. So, na, jetzt ist es wieder grün geworden, wieder einmal rückgängig. So. Wie bekomme ich jetzt mehr Punkte? Das Prinzip ist wie bei der Decke, beim Deckenwerkzeug, wo ich an einer Decke was machen möchte. Das gleiche, ich aktiviere oder wähle dieses Objekt aus. Ich muss jetzt noch dafür sorgen, dass auch das Werkzeug aktiv ist. Das wirkt etwas merkwürdig, ist aber nicht automatisch der Fall. Ich klicke deswegen mit der rechten Maus auf die Arbeitsebene und sage Auswahl Aktivierungswerkzeug. Das ist der Befehl. Jetzt habe ich sichergestellt, dass ich wirklich auch das Werkzeug ausgewählt habe. Ich habe also sozusagen ein mit dem Freiflächen gezeichnetes Objekt ausgewählt und ich habe auch das dazugehörige Werkzeug ausgewählt. Und jetzt kann ich hier mit der Rechteckmethode zum Beispiel ein weiteres Rechteck zeichnen, als ob ich eine weitere Freifläche zeichnen würde. Es ist aber keine weitere Freifläche, es ist in der bestehenden Freifläche hineingezeichnet. Und zwar zur Wahl stehen neue Punkte hinzufügen oder Durchbruch erstellen. Ich bleibe mal bei neue Punkte hinzufügen. Die Option ist keine Oberflächenanpassung auf anwenderdefinierte Kanten anpassen, auf alle Kanten anpassen. In diesem Fall wäre es egal. Ich will euch aber sagen, am besten fahrt ihr immer mit auf anwenderdefinierte Kanten anpassen. Fast immer. Und jetzt sagen wir mal, okay, ich habe jetzt hier quasi damit in der bestehenden einen Freifläche, ich kann hier draufklicken, das ist ein Objekt nach wie vor, weitere Punkte hinzugefügt. Ich könnte jetzt hier sagen, ich gehe da auch wieder hoch mit meinem Z-Wert, auch hier. Ich kann das übrigens dann hier so rüberziehen, ohne die Maus zu drücken, dann ist es dann die gleiche Höhe. Und wenn ich hier auch noch hochgehe, auch auf die gleiche Höhe. Dann entsteht hier so ein Pyramidenstumpf. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich mache das mal wieder rückgängig und zeige euch noch was anderes. Das geht nämlich natürlich noch mit interessanteren Formen, denn das ist ja jetzt auch noch nicht so eine natürliche Freifläche gerade gewesen. Ich kann jetzt auch das Polygonwerkzeug nehmen oder die Polygonmethode und kann jetzt hier hinein etwas zeichnen, wie zum Beispiel ein solches Polygon. Und auch da kann ich dann nach dem letzten Doppelklick sagen, neue Punkte hinzufügen, auf anwenderdefinierte Kanten anpassen. Okay. Und auch jetzt kann ich hier sagen, ich möchte da hochgehen und die Punkte in der Höhe verschieben. Hier auch. Und hier. Und hier. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen spannender aus. Man sieht, dass man damit auch gut Dächer machen kann. Das ist das Freiflächenwerkzeug in Archicad. Jetzt noch eine Sache, das mache ich mal im Grundrissfenster, Steuerung 2. Ich zeige euch noch, wie man jetzt einen Durchbruch machen kann, denn natürlich geht, das habt ihr gerade schon gesehen, die Variante Durchbruch erstellen. Auch dazu muss das Freiflächenobjekt ausgewählt sein, das Werkzeug auch. Und jetzt nehme ich mal wieder, ich nehme die Polygonmethode und nee, ich nehme die Rechteckmethode, das sieht wirklich schöner aus und schneide jetzt hier so ein Rechteck rein. Und da sage ich jetzt Durchbruch erstellen. Und diesmal sage ich auf alle Kanten anwenden, denn ich möchte, dass Archicad so wenig der bestehenden Kanten wie möglich ändert, um dieses Loch da reinzuschneiden. Guckt mal hier hin auf diese Kanten, wie das jetzt gleich aussieht. Und fast nichts ist passiert, also außer natürlich, dass es diesen Durchbruch jetzt gibt. Die bestehenden Kanten sind quasi so geblieben. Und das ist schon recht schick. Man kann also auf diese Weise dann eben auch Löcher in solche Freiflächen reinschneiden, sodass man da zum Beispiel ein Haus reinsetzen kann. Wir sehen hier im 3D-Fenster grüne Kanten, im Grundrissfenster sehen wir auch grüne Kanten. Ich kann jetzt hier noch sagen, bei den Werkzeugeinstellungen oder bei den Elementeinstellungen, wenn ich hier draufklicke oder STRG T drücke, das ist ja in Archicad das Gleiche, dann kann ich hier sagen, ich hätte gerne bei der Grundriss- und Schnittdarstellung für die Aufsichtslinien und für die Kanten
eine andere Farbe als grün. Ich nehme jetzt mal hier rot. Das wären also die Aufsichtslinien. Die Aufsichtslinien sind ganz offensichtlich die Kanten, die ich selber aktiv gezeichnet habe. Das war hier dieses Polygon, was jetzt hier durch diesen Durchbruch so zum Teil verschwunden ist. Und ich habe den Umriss meiner Freifläche. Und die grünen Kanten, das sind jetzt die heißen jetzt Kanten bei diesem ganzen, in diesem Einstellungsfenster Kantenstift. Das sind die Kanten, die Archicad erzeugt, um sozusagen mit meinen Kanten klarzukommen. Also um das mal so auszudrücken. Ich habe ja neue Kanten erzeugt. Das sind dann so neue Grate, die da entstanden sind und Kehlen. Und Archicad muss natürlich die vorhandene Geometrie dann so falten, dass es passt. Und diese neu entstandenen Faltkanten von Archicad, die ich nicht selber gezeichnet habe, die Archicad quasi produziert, die sind jetzt in diesem Fall noch grün. Das ist jetzt alles nicht so tierisch interessant. Trotzdem möchte ich, dass das beides grau ist. Da stehe ich drauf, das finde ich viel schöner. Ich brauche diese Farben nicht, aber das ist Geschmackssache. So sieht es also nochmal im 3D-Fenster aus. Das ist also Freifläche, so ganz grundsätzlich. Das werden wir auch gleich benutzen bei den drei Freiflächen, die ich da zeichnen möchte. Jetzt noch eine Kleinigkeit, die ich auch noch kurz zeigen möchte. Ich zeige mal kurz, wie das Zauberstabwerkzeug funktioniert. Das Zauberstabwerkzeug ist eigentlich kein Werkzeug, sondern eine Zeichenmethode. Ich habe jetzt hier mal mit dem Spline-Werkzeug, das ist so ein Kurvenzeichenwerkzeug aus Archicad, hier ist es, da habe ich eine Kurve gezeichnet und jetzt nehme ich mal das Wandwerkzeug. Na, wo ist die Wand? Die ist doch immer ganz da oben. Und jetzt zeichne ich entlang dieser Kurve eine Wand. Ich möchte also keine gerade Wand haben, sondern eine Wand, die dieser Kurve folgt. Dazu drücke ich die Leertaste, die große breite Taste auf eurer Tastatur, klicke mit diesem neu erscheinenden, das soll ein Zauberstab sein, da drauf und schwupp, habe eine gekrümmte 3D-Wand, die genau dieser Kontur folgt. Dann hier stehen die Zauberstab-Einstellungen. Die Zauberstab-Einstellungen geben an, wie genau einer Kurve gefolgt wird, nach welchen Kriterien. Das ist ein eigenes Thema, da könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. An dieser Stelle soll das keine Rolle spielen. Ich habe jetzt in dieser Datei mit den 2D-Zeichenwerkzeugen Linie und Spline ein Grundstücksrechteck jeweils gezeichnet, das Ganze dreimal, und die Höhenlinien als Splines. Man kann sich dann vorstellen, dass man irgendeinen vorhandenen 2D-Lageplan hier nachgezeichnet hätte oder gleich einen solchen verwendet. Also das ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass ich so eine Art 2D-Vorlage habe. Das vereinfacht die Sache. So, und dann habe ich ja ganz kurz nochmal hier oben gezeigt, das ist jetzt eine Abbildung, also ein Foto quasi von meiner Endsituation, nur um nochmal an den Anfang zu erinnern. Ich habe also hier links die Variante, die am einfachsten geht. Hier benutze ich die Zauberstabtechnik. Hier benutze ich die Zauberstabtechnik nicht und hier auch nicht. Diese beiden Methoden unterscheiden sich aber trotzdem nochmal voneinander. Das sieht man speziell hier an dieser stärker gekrümmten Höhenlinie, wo es hier diese kleinen Terrassen gibt, die gibt es hier nicht mehr. Das mache ich mal zuerst und das geht dann auch am schnellsten und die anderen mache ich dann der Reihe nach. Danach kommt dann das hier und zum Schluss das hier. Ich gehe jetzt wieder in mein Erdgeschoss in Archicad und gehe jetzt mal hier oben auf das obere Grundstück, brauche das Freiflächenwerkzeug und zeichne damit erstmal im Rechteckmodus einfach eine Freifläche. Und diese Freifläche kann ich jetzt anklicken mit gedrückter Shift-Taste. Jetzt habe ich da diese Freifläche. Ja. Die Freifläche, die sieht jetzt so aus. Ich habe hier im 3D-Fenster genauso ein Brett. Das ist das gleiche, was ich euch eben kurz gezeigt habe, wo ich die Freifläche mal so ganz allgemein erklärt habe. Und nur, dass das Ding jetzt größer ist, das sind hier 40 Meter in der Richtung und da sind es 20. Und jetzt habe ich hier diese 2D-Höhenlinie. Und was mache ich jetzt? Ich sorge dafür, dass dieses Werkzeug auch ausgewählt ist, das Freiflächenwerkzeug. Und dazu zeige ich jetzt nochmal einen kleinen Trick. Ich kann, wenn ich möchte, dass das Werkzeug ausgewählt wird, mit dem ich ein bestimmtes Element gezeichnet habe, die Alt-Taste drücken. Und wenn ich die Alt-Taste drücke, erscheint diese Pipette. Diese Pipette zeigt mir jetzt an, dass ich auf irgendetwas klicken kann. Und in diesem Fall wird auch angezeigt, worauf, nämlich Freifläche, Bezugshöhe minus 1 Meter und so weiter. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann wird automatisch das Werkzeug aktiviert, mit dem diese Freifläche gezeichnet wurde. Um das besser zu sehen, gehe ich mal hier auf das Pfeilwerkzeug, damit es hier wirklich total leer ist. Und jetzt mache ich das nochmal. Ich drücke die Alt-Taste, klicke hier drauf. Man sieht auch schon praktischerweise, dass es wirklich die Freifläche ist, die ich jetzt gerade hier gleich erwischen werde. Da steht es nämlich mit diesem, auf diesem kleinen Schildchen, Freifläche. Und wenn ich jetzt klicke, dann achtet mal drauf, was links passiert. Im Infofenster, zack, kommt sozusagen die Einstellung. Jetzt habe ich mein Werkzeug Freifläche ausgewählt. So, und was haben wir eben gesehen? Wir müssen auch die Freifläche selber, in die wir neue Punkte einfügen wollen, auswählen.
Das machen wir jetzt mit gedrückter Shift-Taste, denn das darf ich. Solange ich ein Werkzeug habe, was nicht das Pfeilwerkzeug ist, darf ich mit der Shift-Taste trotzdem alles auswählen, als hätte ich das Pfeilwerkzeug aktiv. Klicke jetzt also da drauf. Und jetzt darf ich ja hier neue Polygone einzeichnen, dass die da neue Punkte ergeben. Und das mache ich jetzt nicht zeichnerisch, indem ich da so der Reihe nach Punkte klicke, sondern ich mache das jetzt mit der Zauberstab-Technologie. Ich klicke jetzt mit gedrückter Leertaste auf diese Splines. So, und jetzt bietet mir Archicad an, wie eben auch, möchtest du neue Punkte hinzufügen, einen Durchbruch erstellen? In diesem Fall kann ich nicht wirklich wählen, weil das könnte kein Durchbruch werden. Also ist es ausgegraut. Jetzt möchte ich das nicht auf alle Kanten anpassen, sondern nur auf anwenderdefinierte Kanten anpassen und sage okay. Dann bekomme ich hier tatsächlich neue Höhenpunkte auf meiner Freifläche. Aber die haben jetzt nicht irgendeine Höhe, sondern die liegen auf der gleichen Höhe wie mein Freiflächenquader. Und wenn ich das jetzt weitermache, noch mehr, dann habe ich ganz schnell entlang diesen Splines Punkte erzeugt, die diesen Kurven folgen und denen ich jetzt nur noch diese Höhe geben muss, die sie haben sollen. Und dann habe ich meine Freifläche. So, und wie geht das jetzt? Zunächst mal, ich klicke auf eins dieser Splines, auch mit gedrückter Shift-Taste, und blende mir diese Ebene aus, weil ich brauche jetzt nicht die Splines. Ich klicke jetzt hier auf meine Freifläche, nicht auf irgendwohin, sondern auf eine dieser Polygone. Interessanterweise wählt Archicad dann auch nur dieses eine Polygon aus. Jetzt klicke ich auf einen dieser Punkte und wähle diese Z-Funktion aus in dieser kleinen Padpalette. Ich darf jetzt hier eine Zahl reinschreiben, da schreibe ich jetzt 2 Meter rein, denn diese Punkte sollen alle die Höhe 2 Meter haben. Deswegen auch auf alle Anwenden klicken. Okay. Schon bastelt Archicad da neue Kanten hinein, weil natürlich jetzt alle anderen Punkte auf der Höhe 0 liegen, nur diese auf der Höhe 2. Ich habe jetzt also hier so einen schicken Grat erzeugt. So, jetzt klicke ich hier drauf, mache da das gleiche, allerdings mit Angabe 4 Meter, auch wieder auf alle Anwenden, ganz wichtig. Das gleiche wieder hier. 6 Meter, auch auf alle Anwenden. Und hier auch nochmal. 8 Meter, auch auf alle Anwenden. So, ich bin schon fast fertig. Ganz kurzer Blick ins 3D-Fenster. Aber die hinteren Punkte müssen natürlich jetzt auch nochmal in der Höhe verändert werden. Und hier bitte nicht auf alle Anwenden. Ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn ihr das jetzt drücken würdet, dann würde er alle Punkte auf 10 Meter Höhe setzen. Das ist also gar nicht schlau. Das kann man sich vorstellen. Also immer schön aufpassen, wach bleiben. Und so, und jetzt haben wir hier sozusagen das Ding. Genau das, was ich da in dem Bild, was ich hier gezeigt habe. Na, wo ist es? Hier links. Ja. Also verschieden große Abstände auf den Höhenlinien, dann diese kleinen Terrassen, sehr große Polygone, die daraus resultieren, wie zum Beispiel da oben, aber auch hier und hier und da und da und da. Und das gleiche habe ich hier auch im 3D-Fenster, kann ich es genauso sehen. Es ist das gleiche Objekt. Das bekomme ich, wenn ich mit der automatischen Zauberstabfunktion sozusagen Punkte auswähle. Das lässt sich jetzt noch verbessern. Ich kann die Zauberstab-Einstellung ändern, das hatte ich ja gesagt. Man kann hier die Feinheit des Nachzeichnens erhöhen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne Segmenteinstellung und Segmente auf Kreis 48. Das führt dann zu einer deutlich feineren Auflösung. Ich kriege also wesentlich, wesentlich mehr Punkte und damit auch kleinere Polygone. Das Problem, dass ich hier unten keine Punkte habe, löse ich damit natürlich noch nicht. Da kann ich natürlich Punkte einsetzen. Das stimmt auch. Das mache ich ja auch gleich mit einem Trick bei den anderen beiden Varianten. Letzten Endes ist aber das latente Durcheinander, dass die Teilung nicht regelmäßig erfolgt und dass die Polygone deswegen so verschieden sind, damit nicht aufgehoben. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Man muss auch ein bisschen darauf achten, dass man am Ende nicht zu viele Polygone bekommt. Und was ich ja hier gezeigt habe in diesem Bild, dass eine relativ gute Auflösung, also eine regelmäßige Auflösung, auch mit großen Polygonen funktioniert. Und das wäre dann hier eher nicht so, wenn ich die Feinheit der Auflösung hier erhöhe. Jetzt gehe ich hier wieder in meinen Grundriss, mache jetzt Variante 2. Dazu muss ich die Linien wieder einblenden. Ich klicke hier auf alle Ebenen unsichtbar, dann kehre ich das Ganze um, sodass alle Ebenen sichtbar sind und gehe jetzt auf meine nächste Variante. Jetzt war der Anfang, auch hier eine Freifläche zu zeichnen, die ich dann untergliedern kann. Dann nehme ich jetzt mal eine Spezialvariante, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das ist die Geometriemethode regelmäßig abgeschrägt. Die macht jetzt Folgendes: Ich kann drei Eckpunkten meiner Freifläche verschiedene Höhen geben bei der Eingabe und ich kann ein Grid erzeugen von Linien auf dieser Freifläche, die mir schon automatisch mehrere Punkte liefern, die ich dann mit verschiedenen Höhenangaben versehen kann.
Und mein Plan ist jetzt folgender. Ich möchte gerne, dass ich hier mehr Punkte bekomme auf dieser Linie und ich auch, möchte auch auf dieser Kante mehr Punkte haben, statt nur zwei, wie hier. Einer, zwei jeweils, ja. Ich möchte da gerne 10 Abteilungen haben, also 10 Unterteilungen, brauche also 11 Punkte, einmal hier und einmal hier und dazwischen nochmal 9 und das gleiche hier auch. Das löse ich gleich, indem ich dieses Werkzeug richtig einsetze. Außerdem, zweiter Punkt, möchte ich gerne, dass diese beiden zwar auf der Höhe 0 liegen, wie die da auch, aber diese beiden dürfen ruhig schon vorab auf der Höhe 10 liegen. Ihr könnt euch darauf verlassen, das habe ich tausendmal ausprobiert, wie das funktioniert, deswegen funktioniert es jetzt auch. Aber das muss man ausprobieren zur Not, weil, ja, komme ich gleich zu. Das ist die X-Ausrichtung 40 Meter, das ist die Y-Ausrichtung 20 Meter. Ich möchte gerne in der Y-Richtung eine Unterteilung haben und in der X-Richtung möchte ich keine Unterteilung haben. X, Y, ne, da steht zwar nicht dran, aber der erste Wert ist X, der zweite ist Y. X möchte ich keine Unterteilung haben. Wenn ich hier jetzt 1 reinschreibe, dann macht Archicad mir automatisch eine 2 draus. Warum? Damit ist gemeint, Archicad erwartet nicht, wie viele Teilfelder ich habe, sondern haben möchte, sondern es erwartet die Angabe dazu, wie viele dazugehörige Linien ich brauche. Wenn ich also ein Feld haben möchte, dann brauche ich dazu zwei Linien. Das ist das, was hier mit 2 gemeint ist. Hier gebe ich jetzt 11 ein, damit ich 10 Unterteilungen bekomme. Und hier habe ich lange rumprobiert. Z1, Z2, Z3, das ist nicht ganz so klar. Vielleicht ist es klar, ich bin aber auch nicht so ein Mathe-Genie. Deswegen habe ich rumprobiert, wo muss ich 10 reinschreiben, damit ich am Ende hier meine Höhe 10 bekomme. Nach natürlich dreimaligem Ausprobieren bin ich darauf gekommen, dass ich es hier reinschreiben muss. Wenn ich jetzt OK sage, dann macht mir Archicad aus dem soeben gezeichneten Rechteck eine solche Freifläche. Die gucke ich mir mal kurz im 3D-Fenster an. Da ist sie. Und man sieht schon, dass sie ganz hübsch aussieht. Ich habe hier diese Nadelstreifen sozusagen. Ich habe hier hinten die Höhe 10, das muss ich zumindest vermuten. Hier vorne die Höhe 0 und ich habe vor allen Dingen ganz viele Punkte hier oben. Und das war es, was ich eigentlich auch wollte. Ganz wichtig, diese Punkte. Was ich nicht brauche, sind diese Linien. Ich gehe mal auf das Pfeilwerkzeug, das geht am einfachsten. Und wähle die der Reihe nach aus und lösche sie. Keine Angst, die Punkte bleiben. Ja, man denkt zwar, die verschwinden, aber nein. Die bleiben, ne? Da sind sie noch. Und jetzt habe ich diese schöne Freifläche, die eben hier jetzt schon mal 10 Meter hoch ist und da 0 Meter und ich habe diese Unterteilung in 10 Felder. Und jetzt mache ich Folgendes: Ich möchte jetzt nicht die Zauberstabfunktion nehmen, weil eben der Zauberstab für diese unregelmäßige Teilung sorgt. Und ich mache das jetzt ein bisschen umständlicher, dafür auch ein bisschen ordentlicher, indem ich hier in regelmäßigen Abständen dieses Polygon klicke. Also rechte Maustaste, Auswahl, Aktivierungswerkzeug. Jetzt kann ich da draufklicken. Und kann ein Polygon zeichnen. So, das mache ich jetzt aber trotzdem nicht, weil wer sagt mir, dass die Teilung korrekt ist und nach Gefühl will ich das auch nicht machen. Wenn ich hier länger drauf klicke, sehe ich genau ein kleines rotes Strichlein, das teilt mein Spline in zwei Hälften. Hier oben ist eine Palette, die heißt Kontrollfenster oder so ähnlich. Fenster, Paletten, Kontrollfenster. So, und dieses Kontrollfenster enthält jetzt Zeichenhilfen, Fangpunkt. Related Stuff sozusagen. Ich kann zum Beispiel hier einstellen, dass es Fangpunkte gibt, nicht auf der Hälfte, das habe ich ja gerade, dass ich also die Hälfte angezeigt bekomme, der Klassiker. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne Teilungen. Und da kann ich jetzt, sehe ich schon, wenn ich da drauf gehe, habe ich drei Teilungen. Ich habe hier was Rotes, da was Rotes, scheint also ein Drittel zu sein. Und jetzt kann ich auch da drauf gehen und kann sagen, ich hätte gerne 10 Teilungen. Hier darf ich jetzt 10 schreiben, muss nicht 11 schreiben. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe, dann sehen Sie ganz viele rote Striche. Das macht nämlich jetzt eine Zehnerteilung. Was dazugehört thematisch, ist hier der Button daneben. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich entlang des gesamten Elements. Das heißt, die Fangpunkte werden auf das gesamte Element verteilt. Der Spline besteht aus verschiedenen Kurvenabschnitten und das ist jetzt quasi die Lösung, dass hier steht entlang des gesamten Elements. Normalerweise standardmäßig steht dazwischen Knotenpunkten und wenn Sie das ausgewählt haben, dann macht Ihnen Archicad immer die Zehnerteilung auf einem Kurvenabschnitt. Und die Kurvenabschnitte können verschieden lang sein. Das bringt uns also nichts. Ich möchte ja, dass dieser Spline insgesamt 10-mal geteilt ist, also gehe ich hier wieder auf entlang des gesamten Elementes. Und jetzt ist noch ein anderes Problem, dass die Splines nämlich da oben rausgucken und unten. Und das kann ich auch nicht gebrauchen. Ich wähle die jetzt mal alle aus und schneide die jetzt mit Steuerung Ö, Ö wie Öl, ab. Ja. Also das nennt man Splitten. Diesen Befehl,
Den finden Sie im Bearbeiten-Menü und ich habe jetzt keine Lust, diesen Befehl Splitten zu erklären. Wichtig ist nur, dass diese Splines abgesäbelt werden, weil jetzt habe ich erst die richtige korrekte Zehnerteilung auf jedem Spline zwischen dem Punkt und dem Punkt. Okay? Jetzt klicke ich wieder meine Pfeifliche an und gleichzeitig mit der rechten Maustaste Auswahl an Aktivierungswerkzeug. So. Und jetzt möchte ich gerne dieses Polygon zeichnen. Wenn ich hier oben anfange, dann erlaubt mir das ArchiCAD nicht. Ich kann nicht hier oben das Polygon anfangen zu zeichnen, weil ich da auf einer Kante dieser Pfeifliche bin. Ich zeichne jetzt ausgehend von dem ersten Punkt, der innerhalb liegt, dieses Polygon. Das ist ja eh schon ein bisschen mehr Arbeit als eben das mit dem Zauberstab. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass es dadurch noch ein bisschen länger dauert, dass ich da oben doppelklick. Jetzt kann ich sagen, neue Punkte hindurchfügen, auf anwenderdefinierte Kanten anpassen. Und voilà, eine wunderschöne, gleichmäßige Teilung. Und da oben diesen Punkt, den bekomme ich jetzt, indem ich einfach da drauf klicke und diesen linkesten obersten, diese linkeste oberste Option nehme. Jetzt kann man diesen Punkt theoretisch verschieben. Ich lasse es aber an der Stelle. Ich klicke sozusagen da nochmal hin und jetzt habe ich dann meine Punkte. So, das mache ich jetzt an jeder Kante und werde das Ganze ein bisschen beschleunigt abfahren, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Da habe ich mich ein bisschen verklickt. Backspace. So, fertig. Alle Punkte gesetzt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Ich blende erstmal wieder die Splines aus. Ich wähle irgendwo ein Spline aus und sage ausgewählte Ebene ausblenden. Jetzt habe ich ja hier diese Fläche, die ist ja schon korrekt ansteigend von 0 auf 10. Also der Teil ist schon mal erledigt. Ich muss jetzt nur noch diese Unterpunktgruppen sozusagen einzeln auf die jeweilige Höhe bringen. Aber jetzt will ich noch kurz diese Teilung hier loswerden. Also immer wenn ich da drauf gehe, kommen jetzt so 10 kleine Teilungen. Die möchte ich natürlich jetzt nicht mehr haben. Ich gehe jetzt deswegen wieder hier auf Hälfte. So, und jetzt kann ich hier sagen, Höhe 8 Meter, bitte auf alle anwenden, ja, klar, auf alle, die ich da habe. Und aber auch der Punkt da unten, den muss ich dann einzeln anklicken und auch sagen, 8, und jetzt hier bitte nicht auf alle anwenden, okay. Ja. Dann geht es hier weiter, 6 Meter, auf alle anwenden. Und dieser einzelne Punkt da oben wieder, 6 Meter. Nicht auf alle anwenden. So, ich mache das jetzt mal weiter. So, jetzt bin ich fertig damit. Das ist jetzt die etwas bessere Variante im Vergleich zu der linken. Die Aufteilung hier unten ist deutlich besser. Wir haben es nicht geschafft hier an der Stelle, da sind immer noch diese komischen Terrassen. Aus irgendeinem Grunde weigert sich ArchiCAD hier dieser Kurve zu folgen. Deswegen komme ich jetzt zur Variante 3. Ausgewählte Ebenen alle unsichtbar, austauschen, damit sie alle sichtbar sind. Jetzt mache ich das nochmal anders. Ich benutze jetzt auch wieder dieses Grid-Variante, weil ich auch da diese Streifen gerne haben möchte. Zwei, die Unterteilung ist genau die gleiche wie da. Ich übernehme die einfach nur. Und diesmal benutze ich diese Streifen oder diese Linien, diese Falllinien auf dieser schrägen Ebene, denn darum handelt es sich ja eigentlich. Ich erzeuge neue Punkte auf diesen Splines. Theoretisch müsste das damit gehen, es will aber irgendwie nicht. Ja. Deswegen muss ich ein bisschen daneben klicken und das dann so dahin ziehen und schon habe ich da neue Punkte. Und das kann ich hier überall machen. Das zieht sich jetzt ein bisschen, deswegen lege ich jetzt gleich einen fünften Gang ein und mache das mal ein bisschen schneller. So, jetzt habe ich ganz viele Punkte erzeugt, wie ich es wollte. Ah ne, da fehlt noch einer. So.
So, jetzt habe ich schon mal das Grundgerüst. Natürlich haben diese Punkte jetzt noch nicht die richtige Höhe. Zunächst mal blende ich die Splines aus. Und jetzt schaue ich mir dieses Modell mal an. Und damit ich jetzt wirklich mal eine Kontrolle darüber habe, wie hoch diese Punkte sind, mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe mal hier oben auf Standort und Projektionsart und stelle da bei Axonometrie-Einstellungen eine Seitenansicht ein. Und jetzt sehe ich das Ding quasi direkt von vorne. Und man sieht, dass die Höhenlinien noch nicht Höhenlinien sind, weil die Punkte noch nicht die gleiche Höhe haben. Jetzt muss ich das Gleiche machen wie eben auch. Ich muss jetzt der Reihe nach diese Punkte anklicken und den, also was heißt das Gleiche? Entschuldigung, ich muss mehr machen als eben. Ich muss nämlich jetzt wirklich jeden einzelnen Punkt anklicken. Denn ich habe jetzt hier in Wahrheit keine Polygonzüge, auch wenn das so aussieht. Das sind alles von Archicad erzeugte Linien, keine von mir gezeichneten Polygonen. Ich kann jetzt hier nicht draufklicken und bekomme jetzt einzeln diesen Polygonzug ausgewählt. Das geht eben nicht. Ich muss jetzt diese Punkte einzeln anklicken und dann entsprechend reinschreiben, was ich denn bitte dafür eine Höhe haben möchte. In diesem Fall wäre das 2 Meter. Und nicht vergessen, hier sind 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter. Das mache ich jetzt auch wieder leicht beschleunigt. Und bitte niemals auf alle anwenden klicken in diesem Fall. Das wäre wirklich tödlich. Ja, jetzt haben wir den Salat. Ich habe mich schon vertan. Ich habe hier auf alle Anwenden geklickt oder ich habe es übersehen und habe vergessen, es abzuklicken, deswegen Steuerung Z, ganz wichtig. Lieber nochmal Steuerung Z und jetzt mal gucken. Also hier war 2 Meter angegeben, nicht auf alle Anwenden, aber bei den inneren hat sich Archicad irgendwie gemerkt, dass man die auf alle anwenden soll, warum auch immer, und da eben nicht auf alle anwenden. So, jetzt habe ich das begriffen, jetzt mache ich da mal schnell alles fertig. So, wie man sieht, ist alles prima. Ich habe alles gleich hoch. Ich gehe mal wieder in die Perspektive. Das ist jetzt die schöne, elegante Freifläche, die ich bekomme, wenn ich mir diese Arbeit mache. Ich kann jetzt das Ganze nochmal verfeinern, indem ich hier weitere Punkte einfüge, die dann in der Mitte jeweils liegen. Hier oben muss ich raten. In den anderen Stellen habe ich hier so rote Markierungen. Und dann kann ich diesen Punkten nochmal die Höhe 1 Meter geben, also zwischen 0 und 2. Hier das Gleiche mit zwischen 2 und 4 wäre dann die Höhe 3. Und so weiter. Das heißt, ich würde diese Arbeit nochmal machen und käme dann zu einer noch feineren Aufteilung. Ich kann jetzt hier überall einen Durchbruch reinmachen. Ich kehre mal die Sichtbarkeit der Ebenen um. Ich möchte jetzt, dass ich nur hier meine Linienzeichnung sehe. Ich wähle jetzt mal ganz kurz das Polylinienwerkzeug aus und zeichne damit ein Rechteck hier rein. Dieses Rechteck soll so länglich da drin sitzen. Und jetzt kann ich das hier quasi dreimal duplizieren. Das geht mit dem Befehl STRG E. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Und jetzt blende ich wieder alle ein. So, und wie geht das jetzt? Ich klicke jetzt hier wieder auf diese Ebene drauf, auf diese Freifläche und möchte jetzt gerne sicherheitshalber Auswahl- und Aktivierungswerkzeug. Also ich möchte das Werkzeug auch noch haben. Und jetzt klicke ich hier mit dem Zauberstab, also mit meiner gedrückten Leertaste hier auf dieses Rechteck und sagt Durchbruch erstellen und zwar diesmal auf alle Kanten anpassen. Das ist in diesem Fall besser, weil es führt dazu, dass Archicad weniger von den bestehenden Kanten verändert. Ein bisschen was macht es trotzdem. Ich gucke mir das jetzt mal an im 3D-Fenster, da ist es. So sieht das Ganze dann mit Loch aus. Jetzt gehe ich hier zurück und mache das jetzt bei den anderen auch noch. Nur so als Krönung des Ganzen. Auch hier Leertaste draufklicken, Durchbruch erstellen, auf alle Kanten anpassen, okay. Da hat er auch so ein paar Kanten verstellt und hier macht er das wahrscheinlich auch. Und auch da Durchbruch auf alle Kanten anpassen. Wir haben hier sozusagen drei Freiflächen erzeugt, die sind jetzt alle hier schön zu sehen. So gehen Freiflächen in Archicad. Das war's. Freiflächenwerkzeug in Archicad. Bis zum nächsten Mal.